Ja, hallo meine Lieben, hier ist Marion von Mariens Kreativland. Ich würde heute, wie versprochen, gerne mit euch diese tolle Karte in der Box basteln. Die hatte ich euch im letzten Video gezeigt. Ich zeige euch die auch gerne nochmal. Das ist also eine wunderschöne Karte, die einfach in die Box kommt, in der Box versteckt wird, zusammenhängend mit der Box. Wahlweise könnte man auch eine Box, die Box extra machen. Und die Karte zusammen und dann in die Box verstauen. Aber so ist es jetzt in meiner Anleitung vorgegeben und deshalb habe ich es so gebastelt. Was für mich jetzt ein bisschen schwierig war, war passenden Cardstock. Also was gut ist, ist, man braucht für die Karte unten drunter einen 30x30 Block. Die haben wir ja alle. Problem ist leider nur Unifarbene, habe ich immer ganz, ganz, ganz wenig. So, und jetzt habe ich ja hier, und hier habe ich schon einen Umschlag gemacht, da kann Geld rein oder noch ein Kärtchen. Bisschen verziert, aber wie ich ja immer sage, Deko, das kann jeder individuell gestalten, wie er möchte. Hier habe ich jetzt laut Anleitung genommen, Cardstock, nochmal Cardstock, Designpapier, ja, und das Ausgestanzte auch wieder mit Cardstock. Das ist laut Anleitung und wie ihr ja wisst, ich mag es ja immer gerne ein bisschen praktisch. Deshalb werde ich heute wieder eine bisschen einfachere Variante wählen. Ich schreibe euch die Maße aber dennoch von diesem Teil auch in die Infobox. Ich werde heute 30x30 Cardstock benutzen, dann ein Muster-Cardstock dazu und obendrauf das Deko. Das machen wir dann in diesen Farben, die hier drin sind. Also quasi, sprich eine Lage lasse ich einfach weg. Aber wie gesagt, die Maße von diesem schreibe ich euch dennoch in die Infobox. Ja, und wie ich die gebastelt habe, das würde ich euch gerne zeigen. Und wenn ihr Lust dazu habt, dann bleibt bitte dran. So, wie ich ja sagte, als erstes brauchen wir einen 30x30 Cardstock. Das ist dann für die Karte. Da habe ich mich jetzt entschieden einmal, weil da guckt nicht viel raus. Das ist zwar ein bisschen anderes Grün, aber da, ich habe ja hier nur diesen einen Block, der ist auch noch Pastell und die Töne sind alle viel zu hell. Ich bräuchte jetzt ein starkes Pink, weil dieses Petrol wollte ich jetzt auch nicht nehmen. Das nehme ich jetzt hier oben für den Deckel und für unten. Also beide Deckel, das finde ich auch nicht schlecht, aber mir gefällt das Tatsache mit dem Pinken besser. Und da ich kein Unifarben habe, ich gedacht, jetzt nehme ich dann halt den mit den Endchen. Guckt, wie gesagt, nicht so viel raus. Von daher alles gut. Also 30x30, das wird unsere Karte sein. Die Karte falzen wir bei. Auf beiden Seiten wird, also es bleibt so, ich glaube, es ist 30,5x30,5 der Block. Ja, soll 30x30 sein. Ich schaue mal eben, ob wir da Mühe abschneiden können, müssen, sollen. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem anderen abgeschnitten. Ich glaube, deshalb ist auch die eine bisschen größer. Ja, dann werde ich mal hier diese Seite schneiden, weil da die Endchen nicht durchgeschnitten werden brauchen. Also ich mache das jetzt wie gewünscht auch 30x30. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Pink. Dann guckt das Grüne nicht so raus. So, jetzt haben wir unser 30x30 Papier. So, das wird gefalzt. Diese Seite, genauso wie die andere Seite, also muss ich umdrehen, wegen, weil es mal ja nach innen. So, das wird gefalzt bei 10. Ja, ich muss ein bisschen doller machen, weil meine Falzklinge ist nicht mehr so gut. Und bei 20 cm. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite gilt auch 10 cm. Und bei 20 cm.
So, da haben wir jetzt quasi 9 Quadrate. Wo ist mein Falzbein? Das werde ich jetzt mal eben machen. Falzen wir mal gerade durch. Ich tue das nur ein Stück zur Seite, weil da müssen wir gleich weitermachen. Ja. Wie gesagt, meine Falzklinge ist jetzt nicht mehr so toll. So. So, das wäre jetzt für die Karte und die schneiden wir uns, also das muss noch mal gefalzt werden. Moment, Moment, Moment. Bin jetzt bei der Karte. So. So, und das schneiden wir nachher hier ein. Deshalb müssen wir hier auf dieser Seite, also so ist ja mein, so meine Aufsicht, und hier müssen wir jetzt noch mal bei 2 falzen und hier unten auch, sprich bis zu der anderen Falzlinie. Falls ich jetzt bei, also hier lege ich es an bei 2. Und falls auf der falschen Seite jetzt, sorry, so, ja, nee, dann kann ich nämlich nicht sehen, das ist blöd, das drehe ich mir, das muss da, genau, hier einmal bei 2, ja, das ist dann schwierig, wenn man Muster hat, ne? So, bei 2. Und dann mache ich nur bis zur anderen Falzlinie. So, bis zu dieser Falzlinie. Das wäre jetzt das. Und hier unten muss ich, hier muss ich genau dasselbe haben. Deshalb drehe ich mir das so rum. Und falze mir das hier auch nochmal bei 2. Auch bis zu der anderen Falzlinie. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt könnte man das mit dem Schneider schneiden. Ich schneide es jetzt aber mit dem. So, einmal hier, einmal da. Jetzt nehme ich mir gerade ein Messer. So. Und geschnitten wird, so haben wir das vor uns liegen. Wie gesagt, ich habe jetzt Muster, diese Falz bis zur, über diese kleine Falz bis, also quasi diese großen Sachen schneide ich mir ein, lasse quasi nur dieses Quadrat hier zusammen und auf der anderen Seite von unten nach oben. Kann man, wie gesagt, jetzt mit dem Schneider hätte man das machen können. Ich schneide dann meistens immer zu weit. Eine Seite und die andere Seite wird von unten aufgeschnitten. So, das ergibt quasi dann später unsere Karte. Ich glaube, jetzt habe ich das schon wieder falsch rum. Ja, mit dem, mit Muster ist nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, genau, das habe ich nämlich jetzt genau falsch rum. Ich glaube, da werde ich das dann so machen, dass ich die als die Box extra mache und das da rein. Aber das schaue ich mir gleich an. Das legen wir jetzt erstmal beiseite. Und jetzt brauchen wir für die, für das Oberteil brauchen wir einmal Cardstock in 17,5 x 17,5. Ich hatte ja gesagt, ich möchte den Deckel gerne in diesem Tonfarben haben. Deshalb mache ich mir den jetzt auf 17,5 x 17,5. Das ist dann für den Deckel. Und fürs Unterteil, für den, wie heißt es,
fürs Unterteil, genau, da brauche ich ein 18,3 mal 18,3 Cardstock. Und da haben wir nämlich schon wieder das Problem, seht ihr? Da nutzt nämlich so ein 30-30 Block gar nichts. Da müsste ich jetzt genau die gleiche Seite nochmal haben. Die ist leider in diesem Block nur einmal drin. Deshalb sage ich, das war bei mir nämlich auch so problematisch beim Suchen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich eine andere im Petrol finde. Ich habe mich jetzt einfach für das von der Karte dieses Teil entschieden. Und das muss, wie gesagt, sein 18,3 mal 18,3. Sieht man ja später dann sowieso, unten drunter guckt man ja äußerst selten. So, das wäre jetzt also, wie gesagt, Oberteil und Unterteil. Wir fangen das Falzen an bei dem Unterteil. Das muss gefalzt werden. Ich drehe es mir wieder um. Das muss gefalzt werden bei 2. Na. Ja. Und bei 16,3. Das ist ja wirklich, also das Brett finde ich richtig doof mit dem, dass man da die 16 so auf dem Knick hat, aber ich hoffe, es geht. So, drehe ich mir das um 90 Grad und die andere Seite genau dasselbe, bei 2, 4, 14,3. Bei 16,3. Dann haben wir die Unterseite gefalzt. Jetzt falzen wir direkt die Oberseite. Die wird gefalzt bei 3,5, 14 und bei 16. Ich genau gucken, dass ich auch wirklich an dem Strich bin. So. Wieder 90 Grad drehen und genau das gleiche auf der anderen Seite. 1,5, 3,5 und 16 Zentimetern. Kann das Brett erstmal weg. Das tun wir erstmal jetzt auf die Seite. So, und wir falzen uns das jetzt erstmal in die richtige Richtung. So,
Das ist jetzt meine Unterseite, das ist meine Oberseite. Jetzt fangen wir mit dem Schneiden an. Wir fangen mit dem Unterteil an. Das ist größer, da schneiden wir, wo ist meine Schere? So, also wir schneiden, wir legen uns das so hin, also so ist der Deckel komplett. Jetzt schneiden wir uns. Diese beiden oberen werden abgeschnitten. Genauso wie der, also quasi wieder die drei Ecken hier raus. Wie so oft. Machen wir mal gerade. So, das gleiche machen wir beim Deckel auch. Im Prinzip ist ja von den Boxen immer das gleiche. Die hat er ja sicher auch schon 100-mal gebastelt. Hier sehe ich schon, dass das mit dem Maß nicht richtig ist. Durch mein blödes Schneidbrett sehe ich gerade, dass es nicht gleich, aber die Maße sind auf jeden Fall richtig. Vielleicht habt ihr ja ein besseres Schneidbrett. So, Deckel ist aufgeschnitten. So, jetzt gehen wir wieder an die Unterseite. Da schneiden wir natürlich hier diese Lasche ein, immer bis zur Falz. Hier, hier und hier und schrägen uns die Ecken natürlich auch etwas ab. Das gleiche machen wir dann bei dem Deckel auch. So, jetzt haben wir beides fertig. Ich habe natürlich wie immer, ihr wisst ja, ich runde hier auch immer ab, schräg hier auch immer ab, auch wenn es nicht da steht. Und was ich beim letzten Mal verkehrt gemacht habe, da habe ich die Lasche hier oben eingeschnitten. Also man sollte immer so zur Seite drehen und direkt tak tak machen, weil gut, hat jetzt nicht gestört, aber war blöd von mir. So, also wie gesagt, Unterseite, Oberseite und bei dem Oberteil, da kommt jetzt natürlich auf dieser Seite hier, das knicken wir uns einmal um, da seht ihr, dass das falsch gefalzt ist, aber das macht nichts. Ein 1,6 cm große Locher, Stanzer, und dann wird das so zusammengedrückt und dann könnt ihr Pi mal Daumen, ihr könnt euch das anzeichnen, wie ihr das möchtet. Und dann kommt das, wenn ich es denn durchbekomme. Na, der will nicht durch. Zu dick. Zu dick, zu dick, zu dick, zu dick. Kann ja gar nicht sein. Das war ja letztens auch durch. Ja, das scheint dicker zu sein, das Papier. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich krieg das echt nicht hier durch. Doch, jetzt ist es durch. So, jetzt schaut ihr natürlich, jetzt dreht ihr das euch so, dass ihr das sehen könnt. Wie gesagt, ich mache das jetzt so per Augenmaß. Ihr könnt euch das gerne, und da wird das zur Hälfte locht. Das Tatsache, das ist echt, boah, das geht nicht, ihr Lieben. Da ist der Stanzer echt nicht imstande. Oh, jetzt bestimmt der Stanzer kaputt. Nee, hat funktioniert.
Ja, das war beim letzten Mal nicht so. Das scheint wirklich stabil zu sein. Also wie gesagt, bei der anderen Seite natürlich genau dasselbe. Zusammen einmal durchschieben. Hier geht es ein bisschen leichter und schauen natürlich, dass das so ist, ja, das, damit man das ein bisschen besser auseinander machen kann. Jetzt drehe ich es mir natürlich wieder um, damit ich das auch nochmal. Ah ja, das ging jetzt ein bisschen besser. So, ihr Lieben, jetzt haben wir die Löcher auch da drin. Das ist ja gleich, damit wir das dann besser hochnehmen können, den Deckel. Ja, und zusammengeklebt wird natürlich wie jede Box wieder so zusammen, alle vier Ecken zusammenkleben und dann umkleben. Das könnt ihr mit doppelseitigem Klebeband machen. Ihr könnt das mit Flüssigkleber machen. Ich nehme meistens hier dann doppelseitiges und für die Ecken mache ich den Flüssigkleber. Ja, das machen wir jetzt mal gerade rasch. So, jetzt habe ich doppelseitiges Klebeband an allen Seiten gemacht. Und jetzt fangen wir an mit den Ecken. Und hier natürlich, weil das genau dazwischen ist. So, dann kleben wir die Box zusammen. So, dann mache ich erstmal das ab und dann mache ich mir auf den Außenseiten hier ein bisschen Flüssigkleber. Und drück mir die Ecken erstmal zusammen. So, und die beiden Ecken hier, die klebe ich mir direkt drüber, weil ich da jetzt schon, ich stelle das mal auf und kann ich besser drücken. So. Ich brauche ja immer so einen Moment, bis das es klebt. So, jetzt reiße ich mir natürlich direkt hier oben auch die Lasche ab und knicke die direkt runter. Hier habe ich ja noch mal, die kommt ja dann runter geknickt, dann haben wir nämlich da auch schon ein bisschen Stabilität. So. Falls knick mir das runter und gehe dann noch mal mit dem Falzbein durch. So. Dann habe ich diese Kante schon und das gleiche mache ich jetzt auf dieser Seite und natürlich auf den ganz genauso. Das mache ich jetzt alles.
So, ihr Lieben, die Box ist soweit fertig. Unterteil, Oberteil. Die packen wir jetzt zusammen. So, ne? So wäre die Box jetzt fertig. Und jetzt machen wir uns an die Karte. Die ist ja noch nicht fertig. Wie gesagt, das wäre jetzt eigentlich das uniforme Cardstock. Ich mache mir ja jetzt, da brauchen wir jetzt die einzelnen Teile, so wie hier. Ich zeige euch das nochmal. So, ne? Und da mache ich die Maße, gebe ich euch jetzt sofort durch. Und die Maße von dieser Box, die schreibe ich euch dann zusätzlich noch in die Infobox, weil hier werden die Maße ja etwas anders sein als bei dieser Box, die ich da schon gebastelt habe. Also, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal der Cardstock, der hier oben drauf kommt. Und zwar wird das sein, das ist jetzt 10, da nehmen wir die 9,5 mal 9,5 und das 7 Mal. Und dann brauchen wir 2 Mal, das ist jetzt 8 mal 10 und da nehmen wir dann die 9,5 mal 7,5. Ja, ganz genau. So machen wir es. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 9,5 mal 9,5 schneiden wir uns jetzt fertig und zweimal für diese kleinen 7,5 mal 9,5. Ich hoffe, ich komme hier mit hin. Das meinte ich, das ist dann echt gar nicht so einfach, wenn man da das hat. So, 9,5 mal 9,5, das brauchen wir 7 mal. Was haben wir jetzt gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Also brauche ich nur noch einmal. Da werde ich dann jetzt nicht ganz durch. Im Fall ich dann doch ein bisschen kleineres. 9,5 mal 9,5. Mal schauen, ob ich gut. Jawohl. Davon haben wir jetzt 7 mal und jetzt brauchen wir noch 2 mal die 9,5. Also hätte ich die ja durchschneiden können, ne? Mache ich das einmal weg. Bleibt die 9,5 hier. Und dann 2 mal die 7,5. Aufreger dafür erstmal. So, nehmen wir uns das hier hin und dann, ihr könnt wie gesagt natürlich mal, ja gut, das freut mich, dass da guckt nämlich nur ein bisschen pink raus, gar nicht die grünen Endchen, obwohl finde ich natürlich ein bisschen wenig. Ich glaube, da könnte man Tatsache noch ein bisschen von wegmachen. Bin mir nicht sicher, weil ich ja eigentlich die grünen Endchen nicht haben möchte. Ich bräuchte eigentlich ja nur den pinken Papier. Nee, ich lasse das jetzt erstmal so. Aber wie gesagt, den Rand
ist ja auch individuell, so wie man das gerne möchte, ne? Ist ja logisch. So, ich klebe die Sachen jetzt alle auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin noch mal da. Jetzt fiel mir gerade ein, ich wollte eigentlich bei diesem die Ecken abrunden. Da habe ich ja es eckig gelassen, aber ich habe gedacht, jetzt, weil ich jetzt nur das darauf mache, würde ich die Ecken ganz gerne abrunden. Ich befürchte zwar, dass man dann die grüne Ente sehen wird, aber das macht nichts. Also ich runde mir die Ecken jetzt alle mit dem in S ab. Und dann klebe ich auf und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, Chaos beendet. Ich habe jetzt soweit dekoriert, habe allerdings einiges freigelassen, weil ich glaube, ich lasse die Karte liegen. Falls jemand die braucht oder Geburtstag jetzt in den nächsten Monaten kommt. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist ausgestanzt zum, also eigentlich zum. Jetzt kann man hier schreiben Geburtstag. Ich habe gedacht, vielleicht in die Luftballons, da passt allerdings Ehrentag rein. Hier habe ich freigelassen. Alles Liebe könnte man da stempeln. Hier hatte ich auch so ein paar orange Motive ausgestanzt. Noch Luftballons. Allerdings habe ich die jetzt nicht eingeklebt, weil ich wirklich nicht sicher bin, ob man da vielleicht noch was reinstempeln möchte. Hier habe ich jetzt keine Geldtasche getan. Ich bin der Meinung, man kann sie auch notfalls in die Box. Und zwar habe ich es ja gesagt am Anfang, dadurch, dass ich mich wieder vertan habe, habe ich die Box und ich werde die Karte dann so in die Box stecken, weil erstmal habe ich wieder Seiten verkehrt gemacht. Diese offene Seite müsste eigentlich hier sein, aber das wäre halb so schlimm. Aber diese Seite dürfte nicht dekoriert sein. Da müsste, wär, eigentlich müsste die frei bleiben, weil, ich zeige euch das mal eben, das ist das Unterteil, das kommt jetzt nach hier. Und zwar, also erstmal den Deckel, den drehe ich mir einmal so rum. Und jetzt soll eigentlich hier, aber das ist nicht ganz so tragisch, der wird hier eingeklemmt. Deshalb ist auch diese Falz in 1,5 cm. Das wird jetzt quasi hier eingeklebt. So. So sieht das dann aus. Das passt wunderbar, passte auch beim letzten Mal. Und der Deckel, den müsste man jetzt, also hier Kleber drauf, wie gesagt, total verkehrt. Den Deckel dreht man um und diese Seite quasi hier reinkleben. Ich zeige euch das trotzdem mal eben. So. So, und da wären wir bei dem gleichen. Upsala. Das müssen wir jetzt auch noch mal eben starten. So. Und so wären wir jetzt bei dem gleichen Ergebnis wie hier bei diesem grünen, nur dass ich da auf die richtige Seite geklebt habe. Aber der Fehler ist mir bei dieser Box auch unterlaufen. Da hatte ich nämlich auch schon dekoriert, da habe ich embossed, alles Liebe und ein schönes Motiv, bis ich gemerkt habe, okay, das ist nicht richtig so. Deshalb sage ich, man kann auch, wie gesagt, die Box so lassen. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar Stempel rausgesucht. Ich habe gedacht, falls man dann noch schreibt, alles Liebe. Also ich habe mir alles hingelegt, aber ich war der Meinung, um zu sehen, und so lasse ich mir das jetzt frei. Ihr könnt auch nur den Deckel einkleben, das Unterteil nicht. Aber ich werde die Karte jetzt so lassen. Ich finde die auch so mega schön. Und dann wird die wieder gefaltet. Ich schaue mal eben, ach, das kommt weg. So, die soll wird gefaltet. Ja, da braucht ein bisschen Übung. Wenn die ein paar Mal gefaltet wurde, dann passt das. Dann passt das so. So. Ja, das Falten ist gar nicht so einfach. Vielleicht bedingt dadurch, dass die, nee, habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe die Ritze an die falsche Stelle. Hier hätte dieser gemusst und hier unten. Ich zeige euch nochmal bei dem Grünen das. Aber Fehler passieren, ne? So, dann schaue ich mir auch nochmal die Falttechnik an. So, also so ist das hier. Hier ist das Offene und hier unten ist auch das Offene. Und so wäre das eigentlich richtig. Aber wie gesagt, jetzt gucke ich mir gleich trotzdem noch mal an, in
So, da wäre das. So käme das jetzt rein. Und das wird so gefaltet. So, dann wird das nach außen geknickt. Seht mal so. Nach außen. Dann wieder nach innen. Dann wieder nach außen. Dann einmal, hoppala, so rum. So rum. So rum. Aha. Da haben wir es doch, ihr Lieben. Da haben wir es. Aber es braucht halt ein bisschen. Und je mehr man die natürlich die Karte knickt, desto besser passt es. Ja, ist ja logisch, ne? So. Und der Deckel wieder drauf. Und ich bin der Meinung, man kann die auch so in der Box verschenken. So, hier könnte man jetzt auch noch was drauf. Und ich habe erst überlegt, ob ich da noch einen Kuchen hinmache. Habe ich gedacht, nee, ist dann vielleicht too much. So. Ja, ich hoffe, trotz etwas Chaos hat euch mein Video gefallen. Es hat euch geholfen. Falls nicht noch Fragen sein sollten, fragt mich ruhig. Ich werde versuchen, wie gesagt, die Maße auf jeden Fall für die Box hin und für die auch reinzuschreiben. Ja, und Schneiden, das, wie gesagt, ist dann genau andersrum. Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Lieben. Bleibt gesund. Eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss.